Deutscher Journalist und Schriftsteller Eike Christian Hirsch starb am 7. August 2022 im Alter von 85 Jahren. Deutscher Musiker Michael Marx starb am 1. August im Alter von 66 Jahren. Er war einer der Gründer und einer der drei Namensgeber der Musikgruppe Marx Rothschild Tillermann. Deutscher Kriminalbeamter und Autor Josef Wilfling starb am 2. August im Alter von 75 Jahren. Deutscher Fußballspieler und Trainer Wolfgang Haustein starb am 4. August im Alter von 80 Jahren. Deutscher Fußballspieler Hans Weilbecher starb am 1. August im Alter von 88 Jahren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, klicke auf den Abonnieren-Button.